Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce 3. Was ist? Und ich weiß mittlerweile Bescheid, wo wir hin müssen. Und das war bei den drei Leichen, die wir hier immer gesehen haben beim Vorbeigehen. Moment mal, wir sind ja hier oben entlang gelaufen irgendwo. Und da habe ich auf dem Boden diese drei Leichen gesehen, wo ich mir auch schon immer gedacht hatte, was ist jetzt eigentlich mit diesen Burschen? Beziehungsweise... wo ich mich nicht gefragt habe, was ist jetzt... Ja, das waren diese hier, diese. Beziehungsweise, mit denen war irgendwas. Ja, hier ist diese... Ja, okay, okay, wenn man es mal sieht, ist es offensichtlich. Aber wenn man tatsächlich alles überfliegt, dann kann man das tatsächlich mal aus dem Auge verlieren. Ich frage mich gerade, was hiermit war. War hier nicht mal auch irgendwas, was ich auch mal bekämpft habe von oben aus? Ich kann mich erinnern, dass mit diesem Ort irgendwas war, weshalb ich ihm im Kopf abgehakt hatte, von wegen, oh ja, da habe ich schon geschaut. Deswegen ist das so ein bisschen... Ein Schreinilein, mit dem es nichts zu tun gibt, dort hinten. Ein seltsames Gefühl macht sich in eurem Magen breit, als ihr euch dem Schrein nähert, wie ein Schwarm aus Insekten, der durch eure Eingeweide schwirrt. Ne? So gut, da kann man es vielleicht auch bezeichnen, aber es ist einfach ein flaues Gefühl, ne? Interessant. Na, sieh mal einer an. Ja, wie soll ich die Säule jetzt ausrichten? Ist das überhaupt nicht so... Ja gut, okay. Süden. Als ihr die Säule berührt, schießt eine gewaltige Energie euren Arm empor. Ihr richtet die Säule gen Süden aus, beziehungsweise nach Süden. Nichts geschieht, das Gefühl in eurem Magen klingt langsam ab. Ich guck's mir später an. Interessant. Westen. Als ihr die Säule... Ich bin doch schon gar nicht mehr da. Als ihr die Säule berührt, schießt eine... Blablabla, Säule nach Westen. Nichts geschieht, Gefühl klingt ab. Okay, ich habe jetzt mehrfach draufgeklickt und das kam jetzt erst später. Lag und so. Der gute alte Singleplayer-Lag. Sicher doch. Kennen wir doch alle. Ja, sicher doch. Genau. Probieren wir mal alle Richtungen aus. Nein, du bist Rowan. Ich muss mich echt noch dran gewöhnen, dass Rowan jetzt hier diese shiny-shiny-Armor hat. Na, sieh mal einer an. Na, sieh mal einer an. Interessant. Interessant. Osten. Stets nach Osten. Richten wir die Banane aus. Nichts geschieht. Okay, jetzt bleibt nur noch eine Richtung übrig. Ah, schauen wir uns das in Norden. Nichts geschieht. Interessant. Und hier soll angeblich irgendein Schattenwesen sein, das ich noch bekämpfen soll, aber... Mit der Säule ist nichts oder... Okay, jemand hat halt geschrieben, dass hier noch was war. Vielleicht war das andere, was noch gefehlt hat, ja auch noch in der Nähe. Moment, hier unten waren ja die Drachen. Jetzt erkunde ich gerade noch mal ein bisschen selbst. Also mit diesem Schrein kann ich nichts mehr anfangen. Vielleicht ist die Chance ja schon verflogen. Vielleicht haben wir das schon verspielt... als wir es beim ersten Mal nicht gefunden und genutzt haben. Gut. Und das klappt jetzt einfach nicht mehr, was man dort machen kann. Gut. Oder muss man dann eine gewisse Kombination machen? Ich aber wage es glatt zu bezweifeln. Sicher doch. Jetzt sind wir einmal rundherum. Hier unten war ja, glaube ich, auch nichts mehr, beziehungsweise ich bin ja diesen Weg hoch. Ja genau, hier war diese eine Leiche, die wir geplündert haben. Da war nichts mehr. Diesen Weg gab es nichts mehr. Wir können ja mal Stück für Stück abchecken. Da geht es bloß wieder nach oben. Und da geht's da lang. Das war's im Prinzip. Mehr gab es eigentlich nicht mehr zu sehen hier in dieser Höhle. Aber wisst ihr was? Ich gucke noch mal ganz kurz in den Kommentaren nach. So, da wären wir wieder. Ja. Und ich glaube, ich habe es ein bisschen falsch gedeutet. Es ist jetzt nicht direkt der Weg oben bei den drei Leichen, sondern der Weg an den drei Leichen vorbei. Aber das ist eigentlich der Weg zu dieser komischen Leiche, die wir ja schon geplündert haben. Aber dort soll sich angeblich irgendwo noch ein Gegner befinden. Aber ich habe echt so das Gefühl... Ja, ich glaube, es war nämlich dieser Weg gemeint, von wegen Folge diesem Weg zu Ende. Oder gibt's hier... Ja, hier gab's das, hier oben gab's nichts mehr, hier gab's eigentlich nichts mehr. Das muss es eigentlich gewesen sein. Weil hier, den Weg daneben, ist nichts mehr.
Ich glaube, der war jetzt gemeint, von wegen den drei Leichen da unten führt noch ein Weg entlang. So habe ich das jetzt zumindest rausgelesen, aber hier sehe ich überhaupt nichts mehr. Hier oben bei den drei Leichen war ja nichts mehr außer diesen komischen Schrein. Ich habe so das Gefühl, dass wir es einfach jetzt nicht mehr erreichen können, nachdem die Höhle jetzt nochmal statt mit den Goblins mit Untoten bewohnt ist. Das kann gut sein. Dass es ein Ereignis war, das wir hätten einmal sehen können. Ich habe es übersehen und jetzt ist es einfach nicht mehr verfügbar oder so. Ja gut, das ist natürlich auf irgendeine Weise schade. Oder ist, na gut, es kann natürlich noch die Option ausstehen, dass es einfach buggt. Ich meine, das Ding bringt ja nichts mehr uns, der Schrein. Oder hat es damit zu tun... Interessant. Ja? Guckt mir mal da runter, Leute. Vielleicht spawnt der ja in einer gewissen Location. Also in einem gewissen Bereich. Vielleicht ist es ja, es soll ja irgend so ein Schatten hier rumlaufen oder sowas. Irgendwie sowas in der Art. Wie ich gehört habe. Und es kann gut sein, dass das hier der Spawner ist. Und je nachdem, wo ich draufklicke, spawnt er eben in diesem Bereich. Aber... Interessant. Norden? Hat nichts verändert. Ja? Oh, aber hier und da... Das hängt aber auch, ey. Warum? Braucht ihr was? Ja, ich würde sagen... Da kriegt man wohl nichts mehr raus. Ha? Natürlich. Ja gut, dann würde ich sagen... Gehen wir mal wieder raus. Ich meine, die Mine läuft uns nicht weg. Sollte ich doch absolut irgendwie was katastrophal falsch gemacht haben. Können wir ja nochmal eben schnell hier rein irgendwann. Aber jetzt würde ich mich gerne mal um die Rekrutierung der anderen Völlelölölöker kümmern. Hi. Schön, dass ihr da seid. Schnell mal gucken. Wieder mal ein bisschen... Schon wieder so lange her, ich mich wieder ein bisschen einspielen muss, ne? Das Problem, wenn man so viele Folgen am Stück aufnimmt. Dafür für so viele Tage folgen. Ach, wie schön, dass du mal mitgekriegt hast, dass ich auf das Ding geklickt habe und mal... Interessant. Was ist denn das für eine Verzögerung, ey? Das war vor 5 Minuten, da ich da drauf geklickt habe. Gut, nicht ganz, aber... Osten. Interessant. Interessant, ja. Boah, aber mehr gibt es anscheinend nicht mehr. Und ist ja jetzt gut. Interessant. Machen wir nochmal nach Süden und alles ist gut. So. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne weitermachen. Womit machen wir weiter? Mit Orks oder mit Elfen? Ich würde ja gerade sagen, gehen wir einfach den logischen Weg. Die Orks sind gerade näher dran an uns. Von daher nehmen wir die Orks mit, ne? Erstmal. Und danach dann die Elfen. Weil die ja... Schließlich, das ist einfach ganz am anderen Ende des Kontinents, auf dem wir uns gerade befinden. Nicht ganz, aber ziemlich weit weg. Und zumindest auf der Weltkarte betrachtet. Von der Weltkarte betrachtet ist es verdammt weit weg von uns. Die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist, das lädt wieder länger. Ja gut, erst einmal nach dem Neuladen. Ich karte hier wieder. Eigenen Berg an Problemen. So, ich wünschte, ich könnte die Ladezeiten WeLife auch einfach wegcutten. Aber nee, das kann ich unter dem Video machen. Zum Schlammviertel. Hoffen wir, dass Wortley immer noch dort ist. Und am Leben. Ach, Schlammviertel, Wortley. Ja, aber das war ja, glaube ich, Hauptaufgabe. Von daher, es dringt jetzt nicht so, das zu machen. Denn die Frage ist ja wirklich die, wenn wir das jetzt mit Wortley machen... Gut, ich meine, wir kriegen ja mitgeteilt. Ja, komm. Komm. Dann machen wir eben die Folge schnell noch die Sache mit Wortley und gucken, was mit ihm jetzt so los ist. Und dann schauen wir einfach ab der nächsten, dass wir zu den Orks gehen. Dann habe ich das wenigstens abgetrennt. Weil ich meine, wir kriegen ja eh richtig groß mitgeteilt, wenn jetzt ein Kapitel beendet wird und wir keine Möglichkeit mehr haben, weiterzumachen. Und
Ich hätte eigentlich ein Portal nutzen können. Na, oh, was soll's. Die beiden stehen immer noch da. Denen ist, glaube ich, total egal, was mit dem Metzger passiert ist. Mir wurde übrigens gesagt, dass das Inventar des Händlers sich immer ändert. Aber wir kriegen anscheinend noch sehr viele Chancen, einfach sehr viele gute Waffen gedroppt zu bekommen. Ich hätte zwar ganz gerne diesen Lebensdiebstahl-Dolch und auch den Blutungsdolch, aber ich glaube, ich kann erstmal so zufrieden sein. Und mir wurde auch gesagt, dass Rowan nicht dual-wielden kann. Ja, doch, kann er. Leute verwechseln das. Das dachte ich mir jetzt schon fast. Weil ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich wollte es mal ausprobieren. Aber ja, es gab diesen Beidhändigkeits-Skill, den jetzt auch sein Tänzer Noria hatte. Dieser macht aber Beidhändigkeit nur effektiver. Aber grundsätzlich kann es jeder. Das heißt, Rowan kann auch dual-wielden. Und ich halte das mit den zwei Dolchen, dual-wielding, für eine äußerst gute Möglichkeit. Rowan zu was, also ich meine, jetzt mit Schild ist als eigentlich auch nichts anderes als einen Iskrim 2.0, so von wegen hier Tank. Ich hätte ja gerne, dass jeder meiner Helden so ein bisschen was Einzigartiges ist. Und Rowan gerade mit zwei Dolchen und seinem ziemlich guten Nahkampf, den er so an sich hat, das könnte lustig werden. Gucken wir mal. Entschuldigt, mein Herr. Ich suche nach jemandem namens Ilbertus Wardley. Iskrim? Habt ihr je von ihm gehört? Wardley? Nö, glaub nicht. Verstehe. Danke. Iskrim, wenn du nicht mitreden willst, dann sag das doch einfach, aber nicht einfach abhauen im Gespräch. Was machst du jetzt da? Ja, schön, Iskrim, dass du jetzt auf dem Dach stehst. Hast mich wirklich beeindruckt. Jetzt kannst du wieder runterkommen. Meine Güte. Verstanden. Der Zwerg, ne? Ich wollte, glaube ich, zuerst mit der Frau reden, einfach weil es lustig ist. Ich sehe es schon kommen, am Ende ist Wardley tatsächlich die Frau. Wisst ihr was, wir probieren es mal mit dir. Ja? Ich meine, alle Beschreibungen haben ja eher auf den Kerl hingedeutet und es wäre nur eine lustige Überraschung, wenn es so ist. Entschuldigt, meine Damen. Ja, Tatsache. Ich habe mich gefragt, ob ihr mir helfen könnt. Wahrscheinlich, weil die Mission der verlorene Sohn heißt. Ich suche nach einem Mann namens Ilbertus Wardley. Er soll hier leben. Wardley? Du bist ein Mann? Ihr meint diesen Bettler. Ach, das ist ein Kerl? Er lebt hier. Macht den ganzen Tag nichts anderes, als auf dem Marktplatz um Geld zu betteln. Was wollt ihr von ihm? Lange Geschichte. Vielen Dank. Das ist doch ein Modell von einer alten Frau. Ihr wollt mich doch verarschen. It's a trap. Oh, sehr komisch. Also jetzt war ich ein bisschen überrascht von der Stimme, ne? Hier jetzt eigentlich so eine alte, kauzige Frau erwartet oder sowas und auf einmal so eine ganz normale, durchschnittliche Männerstimme, ne? What? Okay, beim Marktplatz soll er immer betteln. Da, Ilbertus Wardley. Dürft seine Zeit gerne damit verbringen, die Mauer anzugucken. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Gut, ich könnte die Portale nutzen. Ich hab grad schon ganz... Da seid ihr. Jawohl. So, Herr Wardley, dann gucken wir mal. Ich glaube, das ist er. Etwas Geld, werte Dame? Bitte, der Allvater wird euch eure Großzügigkeit belohnen. Meint er mich? Ihr nehmt das. Sagt, seid ihr Ilbertus Wardley? Ja, der bin ich. Wer seid ihr? Woher wisst ihr meinen Namen? Wir sind wegen der Insel im Schwarzmeer hier. Diese verfluchte Insel. Tiaras Atem. Und da hätte ich gedacht, ich wäre endgültig damit fertig. Hat Rowan sich gerade tatsächlich angesprochen gefühlt? Habt ihr etwas Geld, werte Dame? Geht Geld Rowan hin? Ja, natürlich hinnehmen. Rowan, ich glaube, du musst ein bisschen in deiner Identitätskrise arbeiten. Ihr scheint verbittert zu sein. Ihr klingt verbittert. Wie kommt ihr nur darauf? Ich habe mein gesamtes Leben zerstört. Und alles nur für ein verdammtes Hirngespinst. Vom Adligen in Tiaras Gnade zum Bettler im Schlammviertel. Was für eine Karriere, hm? Und das alles wegen eines albernen Kindheitstraums. Weil ich glauben wollte, ich sei etwas Besonderes. Reden wir einfach nicht darüber, bitte. Ich fürchte, das müssen wir. Wir wissen aus verlässlicher Quelle, dass diese Insel existiert. Und wir wollen sie finden. Was? Die Insel existiert. Und wir haben Grund zur Annahme, dass sich auf ihr etwas befindet, das wir brauchen. Man hat uns gesagt, dass ihr ein hibernisches Portal ausgegraben habt, das uns dorthin bringen könnte. Vergebt mir aber, das ist ein bisschen viel auf einmal.
Aber das Portal existiert? Ja. Ja, das tut es, aber es ist nutzlos. Nur ein Stück Stein. Ach, du Liebes. Andere Frage, ihr seid teilweise Hyber, ne? Eine andere Frage. Man hat uns gesagt, dass ihr euch selbst als teilweise hybernisch erachtet. Wie die Königin? Oh, das tue ich schon lange nicht mehr. Aber ja, für eine Weile lang habe ich diesen Schwachsinn wirklich geglaubt. Wie kam's? Lange Geschichte. Kurz gesagt habe ich als Kind und Jugendlicher sehr oft diese seltsamen Träume gehabt. Träume von türkisem Marmor, von alten Ritualen und uralten Drachen. Aber sie waren alle so lebhaft, wie eine echte Erinnerung. Und das hat dazu geführt, dass ihr sie für Erinnerungen gehalten habt? Das und die Tatsache, dass ich mich für anders als die anderen gehalten habe. Aber gut, wer tut das nicht? Letzten Endes hatte die Schöpfergilde recht. Ich hatte nichts, womit ich meine Behauptungen belegen konnte. Jetzt hast du nichts mehr, womit du deine Brötchen belegen kannst, ne? Wegen Bettler und so. Ist ja gut, ich mach schon weiter. Also habt ihr euer ganzes Vermögen dafür aufgewertet, um diese Insel zu finden? Also habt ihr euer ganzes Vermögen dafür aufgewendet, um diese Insel zu finden? Ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, war niemand gewillt, meine Expedition zu finanzieren. Also habe ich mich entschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Rückblickend kann ich einfach nicht glauben, wie besessen ich war. Selbst als ich das Haus, in dem meine Familie seit Generationen gelebt hatte, verkauft habe, habe ich nicht realisiert, wohin mich dieser Weg letzten Endes führen würde. Aber ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Ich hoffe, ihr versteht das. Vielleicht. Na gut, wie habt ihr von der Insel erfahren? Wie habt ihr von dieser Insel erfahren? Es ist kompliziert. Letztlich aus diffusen Tagebüchern von Entdeckern, aus Träumen und einer blühenden Fantasie. Und das ist alles? Nein, ist es nicht. Aber bitte versteht, dass das ein sehr schmerzhaftes Kapitel meiner Vergangenheit ist, von dem ich vorziehen würde, es geschlossen zu halten. Aber gut, Kapitel sind oftmals wie Hosen. Irgendwann gehen sie auf. Das ist unweigerlich, das ist Schicksal. Diese Insel, was habt ihr gehofft, darauf zu finden? Was genau habt ihr euch erhofft, auf dieser Insel zu finden? Reichtum. Zumindest war es das zu einem gewissen Teil. Und auch das, was ich meinen potenziellen Geldgebern gesagt habe. Dann war da natürlich noch mein hybernisches Blut, das ich mir damals noch zugeschrieben habe. Aber von all dem abgesehen hat mich die hybernische Kultur schon immer fasziniert. Ich habe in Graufurt Archäologie studiert und wie die meisten Archäologen wurde ich belächelt. Die meisten Leute halten es immer noch eher für einen kostspieligen Zeitvertreib für Adlige als für ein wahres Handwerk. Ich wollte beweisen, dass sie sich irren. Oh, mein Freund, das kann ich nachempfinden. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr. Ist das so? Das Lustige ist, es hat sich bis heute nicht so wirklich geändert. Archäologie ist einer dieser, wie es oftmals so im Jargon ein bisschen bezeichnet wird, Taxifahrerstudiengänge. Es ist tatsächlich mehr oder minder, ich glaube, es ist jetzt kein offizieller Begriff, aber es gibt oftmals einfach die Bezeichnung Taxifahrerstudiengang im Sinne von, wenn du das studiert hast, kannst du eigentlich nichts anderes als Taxifahrer werden am Ende. Archäologie gehört unter anderem dazu, so im Sinne von, du könntest, die allerwenigsten, die Archäologie studieren, bekommen auch wirklich die Möglichkeit, irgendwelche Expeditionen zu führen oder irgendwo hinzugehen und Sachen zu entdecken. Wenn man Glück hat, kommt man vielleicht in irgendeinem Museum unter oder in irgendeinem historischen Gebäude, irgendwas dieser Art. Oder vielleicht irgendwie ansatzweise in der Forschung, aber die allermeisten Leute, die Archäologie studieren, können irgendwas anderes danach machen. Es ist so, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber gut, könnt ihr uns das Portal zeigen? Wie dem auch sei, wir müssen einen Weg auf diese Insel finden und ein Schiff zu bauen dauert zu lange. Könnt ihr uns das Portal zeigen? Wartet, habt ihr nicht zugehört? Es funktioniert nicht. Wir müssen es ausprobieren. Könnt ihr uns hinbringen? Gut, meinetwegen. Aber nur unter einer Bedingung. Ihr
müsst mich bezahlen. Glaub mir, hätte ich eine Wahl, würde ich das nicht fordern, aber diesen Ort in den geschäftigsten Stunden des Tages zu verlassen, bedeutet, heute Nacht mit leerem Magen schlafen zu gehen. Gebt mir einfach 30 Gold? Das sollte mir für eine Woche reichen. 30 Gold für eine... Hat er nicht gesagt? Alter. Oh, wenn ich heute nichts mache, habe ich heute Abend nichts zu essen. Zur Entschädigung, dass ich heute nicht arbeiten kann, gib mir mal bitte das Geld für die ganze Woche. Gut, ich meine, der Kerl kann verhandeln. Er weiß schon mal, wo er ansetzt. Wir können nicht mal falschen. Ich könnte wenigstens hergehen und sagen, Moment, Moment, wir müssen erstmal falschen. Ich fange jetzt bei 10 Gold an und gehen wir hoch oder so. Ganz ehrlich, Gold ist nicht so unser Problem. Klar würde ich mir gerne mal hier und da eine Waffe leisten, aber die 30 Gold mehr tun uns nicht weh. Komm, sind wir mal so großzügig. Da hat er sogar 2 Wochen was zu essen. Oh. Gut, gutes altes Sprichwort. Gib einem Mensch einen Fisch und er wird einen Tag satt. Lerne ihn fischen, er wird ein Leben lang satt sein. Diese Weisheit kann man auf vieles übertragen, auch hier. Ihm jetzt einfach nur Gold zu geben, kratzt ein bisschen in der Oberfläche und hilft nur temporär. Ihm irgendwie wieder auf die Beine zu helfen, dass er wieder im Arbeitsleben, im Sozialleben besser integriert ist, anstatt zu betteln, hilft ihm auf jeden Fall viel mehr, als wenn wir jetzt sogar selbst 1000 Gold geben könnten. Von daher, ja, aber sind wir einfach mal nett. Nehmt 60. Oh, das ist irgendwie komisch gefeilscht von uns. Sehr großzügig von euch. Hab Dank. Trefft mich einfach an der Ausgrabungsstätte. In Ordnung? Ich muss mich zuvor noch um etwas kümmern. Gut, wir sehen uns dort. Jetzt geht er sich erstmal voll besaufen mit den 60 Gold. Versäuft einfach alles an einem Tag und kommt dann nicht zum Treffpunkt. Ach, oder so. Boah, wäre das gemein. Okay, der Treffpunkt ist da oben. Bei der Ausgrabungsstätte. Und ich nehme mal stark an. Ich würde mir sehr stark vermuten, dass wenn wir ihn jetzt da oben treffen, wir irgendwie das Portal aktivieren und dann zu dieser Insel gehen. Aber bevor wir das machen, jetzt haben wir Watley getroffen und mal ein bisschen Zeug mit ihm getan. Jetzt würde ich tatsächlich gerne auf die Weltkarte gehen. Oh Mann, alles für seinen Traum aufzugeben und dann zu scheitern. Das muss wehtun. Aber weniger ungewöhnlich, als ihr vielleicht denkt. Die meisten Träume bleiben Träume. Wir reden uns nur gern ein, dass das Gegenteil der Fall wäre. Gut, du hast ja auch komische Träume. Und was die Hyberna angeht, muss ich nach wie vor sagen, ich muss mich immer noch reinlesen. Hyberna bin ich nahezu null informiert. Mit den Formern kenne ich mich relativ aus, jetzt so was die Lore angeht. Mit den ganzen Häusern und allem außenrum auch. Aber die Hyberna ist tatsächlich, das ist so ein Kapitel an sich. Ich kann mich kaum erinnern, dass die in Spellforce 1 großartig erwähnt werden, wo ich mich ja auch sehr gut auskenne, auch wenn ich es lange nicht mehr gespielt habe. Letztes Mal bei meinem Let's Play und das ist jetzt bald 7 Jahre her. Es dauert nicht mehr lang. Ich muss das echt mal wieder spielen. Und sei es entweder per Let's Play oder einfach nochmal so, privat nochmal durchspielen. Aber es braucht halt Zeit. Spellforce mit allen Add-ons, das sind 100 bis 150 Stunden, die man da verbringt. Aber ja, Hyberna ist echt noch so ein Kapitel, das ich noch aufschlagen muss. Und Alter, die Hände. Was geht denn wieder mit den Leuten hier ab? Interessant. Aber die Lex scheint ziemlich behoben zu sein. War vielleicht wirklich dieser Replay-Ordner. Der hatte nur das Zeug. Gucken wir nochmal zu dem Typen, der uns die Dolche verkauft hat. Weil ich würde sagen, wir werden jetzt dann bei den Orks anfangen. Und dann die paar Minuten, die wir in dem Part sind, können wir eben schnell noch gucken, was die Händler machen. Weil danach reisen wir eh weiter. Weil damit warte ich noch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt durch unsere komische Abstammung, weil wir haben irgendwas mit Formern oder Hibernern oder sonst irgendwas zu tun. Denn sonst hätte sich das Tor von Mulandir nicht so einfach bei uns geöffnet. Und ich kann mir vorstellen, ja, und wir haben ja auch diese komischen Träume. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt hergehen und sich wegen uns... Ach da! Ich hab's gesagt, ne? Ich hab's gesagt, als wir hier das erste Mal waren. Als wir das erste Mal rüber sind, habe ich schon gesagt, entweder ist es irgendwie eine eingestürzte Mine, aber das sieht komisch aus. Das sieht mir schon fast aus, als hätte jemand einen Torbogen oder eine Art Portal oder so ausgebuddelt. Das ist tatsächlich diese Ausgrabung. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt hergehen, als der mächtige Taha, und plötzlich geht das Ding an. Und dann gehen wir durch in der Quest und dann sind wir auf dieser Insel und kommen da wahrscheinlich eine Weile nicht weg. Und bevor wir das machen, würde ich mich erstmal um die anderen Völker kümmern. Alles klar. Wo war hier der Händler eigentlich nochmal für diesen komischen? Sicher doch. Hier sind die Händler an sich. Ich glaube, du warst das. Du oder der hier. Du oder der hier. Das ist auch eine tolle
Einschränkung. Eingrenzung. Ihr seid Abenteurer. Du warst es. Kommt, wagt einen Blick. Ich bin mir sicher, ich habe etwas, der saugende Dolch, ja. Ja, ich glaube, wir könnten uns leisten, wenn wir jetzt die eine oder andere schwere Plattenrüstung weghauen oder sonst irgendwas. Wir können ja zumindest hergehen und mal ein bisschen Trash noch verkaufen. Viele von diesen Sachen brauchen wir nicht mehr. Eine von diesen Plattenpanzern können wir auch verkaufen. Einen, Entschuldigung. Ja. Soll erstmal reichen. Diese Aufzeichnungen hier brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht. Ne, können wir auch gar nicht. Die bringen uns gar nichts. Die Flaschenpost. Die also Maske, wie funktioniert sie, ist mir egal. Die Magierkrieg ist mir egal. Die zwergischen Traditionen haben wir gelesen. Die Forma. Ich glaube, haben wir, aber ich lasse es erstmal. Vorgang Primora haben wir gelesen. Rüstungsrepräsentant, klasse ich auch da. Die alte mysteriöse Seite wollte ich erst lesen, sobald ich auch die 1 gefunden habe, weil ich fange ungern in der Mitte des Buches an. Die goldene Haarlocke. Eine goldene Haarlocke von einer Jungfrau. Woher wissen wir, dass die Jungfrau ist? Wir haben die doch nicht gefragt, wir haben die bloß zugelullt. Nun gut, letzteres könnt ihr keineswegs wissen. Ah, aber die Locke wird ihren Zweck erfüllen. Gut, man könnte auch erstmal zu Ende lesen. Bevor man hier Vermutungen anstellt. Jetzt könnten wir uns hier den Dolch leisten, den saugenden. 30% Gesundheit. Wollen wir? Ich meine, mir wurde jetzt in den Kommentaren geraten, ich werde noch sehr gute Waffen finden. Die Frage ist, bekomme ich wirklich einen Dolch mit Lifesteal? Das ist mir nämlich sehr wichtig, dass ich einen Dolch für Rowan habe, der Gesundheit abzieht. Es könnte gut sein, dass wir den vielleicht nie wieder sehen. Andererseits könnte es auch sein, dass ich jetzt einfach 13.000 Gold wegschmeiße und das ist wichtig, weil mit diesem Gold kaufen wir uns auch Upgrades für die Truppen. Und da ich alle Völker zeigen will, werden wir immer zu wenig Gold haben, um wirklich alles abzugraden. Von daher können wir eigentlich alles gebrauchen. Das ist schwierig. Das ist tatsächlich schwierig. Komm, die Kapuzen. Ach, die Kapuzen lassen wir trotzdem mal. Ich würde sagen, jetzt tatsächlich auf sowas... Vielleicht finden wir ihn irgendwann mal wieder beim Händler. Ich lasse es erstmal. Ich kann erstmal auch so zufrieden sein mit Rowan und wir schauen mal, ob wir später was finden. Machen wir erstmal den Spaß mit den Orks. Alles klar? Da begeben wir uns dann beim nächsten Mal hin. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.